und herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe Let's Show. Ja, in dieser Reihe werde ich zeigen, wie bestimmte Spiele aufgebaut sind. Heute zeige ich euch das Spiel T-Worlds. Den Link für diesen Spiel findet ihr auch nochmal in der Beschreibung, wie immer. Ich werde bald mit meinem Softwarepartner Geartek auch noch einen eigenen Server laufen lassen. Wenn dieser dann mal online ist, wird der Link auch noch in der Beschreibung zu finden sein. So, ja, also ihr könnt euch das Spiel halt runterladen. Der Link wird jetzt auch noch mal kurz hier angezeigt. Ja, dann müsst ihr das einfach runterladen für eure gewünschte PC-Version und dann einfach tworlds.exe starten. So ähnlich hieß es, glaube ich. Ja, wie auch immer, dann kommt ihr hier an. Ja. Ihr habt dann halt hier die Option, könnt dann halt auswählen, aus welchem Land ihr seid. Dann allgemeine Sachen, zum Beispiel Spielernamen immer anzeigen. Dann noch ja, Waffe beim Aufnehmen wechseln. Das kreuzt ihr jetzt schon mal an, das ist sehr hilfreich, wie ich finde. Ja, hier wählt ihr dann euren Namen und euren Clan. Also Clan, das hört sich jetzt irgendwie so an, als ob man sich das kaufen müsste oder so, aber könnt ihr einfach auch hinschreiben, was ihr wollt. Ja, dann könnt ihr hier noch euren eigenen Team machen, so nennen die das. Das ist dann halt hier Körper. Dann machen wir jetzt mal dann machen wir mal blau und grün. Na. Ja, so. So, dann suchen wir uns jetzt hier einfach mal irgendeinen Server aus. Bei Typ gibt es jetzt DM, das heißt Deathmatch, also zwei Teams gegeneinander. Und ja, dann kommt ihr hier rein. Am Anfang habt ihr hier diese ganz normale Standardwaffe. Gibt es hier noch so einen, ja, so, wie soll ich es nennen, Raketenwerfer. Jetzt ist das Spiel schon vorbei, wie auch immer. Jetzt wird normalerweise gleich ein neues anfangen. Ja. So. Mit einem Rechtsklick könnt ihr dann so einen Anker auswählen, nenne ich das jetzt mal. Damit haltet ihr euch an den Wänden fest. Müsst aufpassen, nicht in diese Löcher hier zu fallen. Und ja, man kann auch jemanden kicken bzw. gekickt werden. Und ja. Ich persönlich finde die den Raketenwerfer am besten. Wenn ihr nah an jemanden dran seid, verwendet am besten den Knüppel oder Laser. Wobei Raketenwerfer, also die Raketen davon, haben einfach eine ziemlich große Reichweite, deswegen finde ich die geeignet. Ja, zum Thema T-Worlds könnt ihr euch auch nochmal meinen anderen Let's Plays angucken. Und ja. Und manchmal ist das ein bisschen kompliziert zu steuern, aber ja, wie auch immer. Das war jetzt keine 10 Minuten. Ja, da hat, glaube ich, jemand dann mal die Map gewechselt. Oben rechts wird dann auch noch angezeigt, wer wen mit welcher Waffe umgebracht hat. Das ist jetzt die Standard-Map. Einer meiner Lieblingsmaps. Ja, mit der Zeit wird euch dann, werdet ihr dann sehen, wo die verschiedenen Waffen sind. Beim Spiel muss, das ist sehr viel mit Taktik zu tun. Muss immer ein bisschen gucken, wo ihr steht. Ich habe gerade zum Beispiel eine Scheißwaffe. Die Schrotflinte, die
Ja, würde ich euch eigentlich nicht empfehlen. Jetzt habe ich die hier, die ist eigentlich eine meiner Lieblingswaffen, wie ich gerade schon gesagt habe. Na komm her. Ach, jetzt bin ich selber gestorben. Naja, wie auch immer. Ja, dann... Ja, es kommt halt darauf an, mit diesen kindischen Waffen hier jemanden umzubringen. Und... Ja, also den Raketenwerfer finde ich persönlich total gut. Macht dir total viel Schaden. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Sehr sinnvoll, damit rumzulaufen. Ach, jetzt habe ich hier meinen Mitspieler runtergezogen. Und da kommt der Teddybär und bringt mich um. Ja, ich werde jetzt demnächst ein Let's Show zu Combat Arms, Minecraft, wie ihr gerade seht, T-Worlds machen. Von welchen Spielen ich noch ein Let's Show machen sollte, schreibt es einfach wie immer in die Kommentare oder sendet mir als private Nachricht. Ja, dann werde ich jetzt einfach noch ein paar Kills machen und dann ist das Tutorial auch schon zu Ende. Das Rambo, den hasse ich sowas von dermaßen, den Jungen. Ah. Jetzt hatte ich gerade meine Lieblingswaffe. Jetzt ist das Spiel vorbei. Ach, die Map. Ja, es gibt halt so ein paar Map, da könnt ihr irgendwo runterfallen. Müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Ja. Ach, verdammt. Fick dich. Obwohl. Ja, obwohl diese Map, die finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Die. Soweit ihr denn mal irgendwo hochkommt. So, dann hole ich mir jetzt mal den Laser. Ja, die Besonderheit vom Laser ist halt, der prallt von der Wand ab, dann könnt ihr ihn indirekt schießen, also so. Ja, bis zum nächsten Tutorial. Ciao Leute.